Hallo zusammen, ich bin Antonio Djakovic, ich bin 14 und ich schwimme über 100, 200, 400 und 1500 Meter Kraul. Mit Schwimmen habe ich mit 7 Jahren angefangen. Und ja, das hat mir sehr viel Spass gemacht. Ja, Fußball habe ich auch gespielt. Danach habe ich mich doch für Schwimmen entschieden, weil mein Vater auch Schwimmer war. Und jetzt bin ich halt auch Schwimmer. Das ist jetzt eigentlich mein grösster Anlass, EOF. Und es gefällt mir auch mega. Für mich ist es eine grosse Erfahrung hier, auch mit anderen Schwimmern. Zum Schauen, wie die schwimmen, wie ich schwimme. Auch zum Vergleichen ist es auch mega gut. Nach der EOF mache ich erstmal 2 Wochen Ferien in Kroatien. Und dann machen wir wieder langsam weiter, bis wir im Dezember dann wieder einen Wettkampf haben. Langfristig Atjog in Argentinien, dann Olympische Spiele in Tokio. Der Coach macht auch mega viel, weil er selber motiviert mich auch mega. Er sagt mir, wie ich schwimmen soll, ob voll oder langsam und dann erst im Finale schnell. Und also mein Coach ist einfach der Beste. Jetzt gut, jetzt bin ich im Finale und ich freue mich drauf. Es bedeutet mir sehr viel, weil es ein grosser Anlass ist. Die Gegner sind stark und jetzt ja, mal schauen, was im Finale passiert.